Hallo meine Süßen. Ja, gleich einmal vorweg, das wird heute wieder ein längeres Video. Ja, weil, wie ihr da seht, habe ich ein ganz kleines, süßes Päckchen von meiner liebsten Roswitha bekommen. Und ich freue mich megamäßig schon. Schaut euch das an. Klein und fein. Und jetzt spanne ich euch in den Kamerahalter ein. Tada! So, jetzt geht's los. Ich freue mich schon. Da habe ich einmal wieder zwei super tolle Servietten mit Autos. Die habe ich, glaube ich, auch schon. Die hat sie mir schon einmal geschickt, meine liebe Roswitha. Ach Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass ich auch ein Packerl kriege. Jetzt habe ich auch eines. Was ist denn das Schönes? Oh mein Gott, Kinder. Wenn ihr das jetzt sehen könntet von oben, den Packungsinhalt, das ist alles in Junk Journal Style eingepackt. Ich wäre narrisch, echt, ich wäre narrisch. Und da sehe ich gerade, dass das die Servietten ist. Das hat es aber da irgendwie einlaminiert oder wahrscheinlich, gell, dann hat es da so super schöne Meerjungfrau-Knöpfe. Die mache ich jetzt auf. Ah, das ist ein Magnet. Wupp, seht ihr? Schub, schub. Wie geht denn das wieder? Magnet. Da ist aber kein Magnet. Oh. Magnet ist da oben, aber wieso pickt es dann? Da ist auch kein Magnet. Okay. Zauberei. Ich meine Magnet mit Magnet, gell? Aber da ist ja kein Magnet. Und da ist ein Magnet, aber wieso pickt es dann da so? Hm. Okay. was ist da los? Oh mein Gott, ist das süß. Das Leben ist großartig, du musst nur die passende Brille tragen. Ja, das stimmt. Manchmal hat man die rosarote auf und dann wieder mal die dünklere. Aber ich habe heute die rosarote Brille auf. Ach Gott, wie süß. Und da hat sie hinten hat sie so eine Hundepfoti mit einer Kette drauf und eine schöne Öse. Ja. Was ist da noch drinnen? Hui! Oh, da wird was Schönes oben sein. Ja, danke schön. Also da sage ich, aber wie gesagt, das mit den Magneten, das ist mal. Da ist kein Magnet. Oder ist da ein? Oh ja, da ist ein Magnet. Aber da ist keiner. Oh ja, da ist er. Jetzt verstehe ich es. Okay, alles klar. Ich habe es wieder gecheckt. Also, denke mir doch, wie soll das sonst gehen, gell? Egal, jetzt habe ich es heraus. Oh mein Gott, ist das schön. Jesus, was soll ich denn da noch machen? Warte mal, ein Paket voll mit Junk Journal. Oh mein Gott, ist das süß. Ich schicke dir ganz liebe Knuddelgrüße. Oh, die Goschis. Ja, genau. Na, so ist das herzig. Bitte schaut euch das. Ich muss rascheln, das tut mir leid, aber. Mein Gott. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ah, wie süß. Wie kann ich das hin und her schieben wieder? Okay. Oje, wie geht denn? Was ist denn da? Ach du, mein Gott, na. Schaut euch das an, bitte. Okay. Ich hab das ja schon auch gesehen, da mit diesem. Oh, da ist das ein Löwe. Oh, lauter Löwen. Ui, so ein schönes mit dem Goschi, mit dem Pelzgoschi.
Er schaut ein bisschen, naja, was haben wir da noch? Schau, wie er ausschaut. Schau, wie er ausschaut. Ach Gott, ich hätte so gerne mal einen Löwen. Ja, er ist ja ein schöner Bubi-Bär. Und da, ich hätte so gerne mal so einen kleinen Löwen einmal geknuddelt und gekuschelt. Ja, ist das süß? Warte einmal, da ist noch was. Da muss ich gucken. Na, schau, wie lieb. Oh mein Gott. So, pass auf, das muss ich jetzt einmal. Ach Gott, ist das süß. Warte, das muss ich jetzt einmal schauen. Ah, oh mein Gott. Mein Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Gott, na. Kinder, das muss ich jetzt vorlesen. Roswitha, du bist echt. Liebe Patricia, Überraschung. Und wünsche mir, dass du mit dem Backerl, also das ist ein Backerl, aber ja, vielleicht für ein wenig Zeit aus deinem Mauseloch herauskommst, mein Gott, und ich dir etwas Freude in dein Herz, Seele und Gesicht zaubern kann, oh mein Gott, na das ja, ich lache gerade jetzt von einem Ohr zum anderen und ich habe mich ein bisschen ausgeweint, wo ich wieder mal so ein bisschen, ja, ich mag die ganze Welt nicht mehr und Corona ist nicht schön und wisst ihr. Und dann schreibt sie weiter, du schaffst es nicht, dich vor der Harzer Old Lady zu verkriechen. Jetzt habe ich zwei Old Ladies schon. Mein Gott, ihr seid solche Herzbären. Echt, ich habe letztes Mal eher wieder mit dem Käferle konferiert. Letztes Mal, aber ich konferiere jeden Tag mit meinem Käferlein, natürlich. Ja. Und da haben wir über euch beide gesprochen, über die Alexandra und über die Roswitha. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass ihr beide richtige Herzensliebe, herzensgute, sympathische, ja, mir fällt jetzt noch ein Ding, Menschen seid, ja. Nicht jetzt, weil ihr immer solche tollen Pakete schickt oder irgendwas, sondern ihr seid sonst auch immer für mich und ich denke auch fürs Käferle da und ihr rührt euch immer und ihr fragt immer nach, wie es uns geht und Ding und. Und sowas finde ich einfach wunderbar und wunderschön. Und da weiß man dann, okay, man macht das YouTube. Ja, man macht es echt für solche Menschen wie euch. Ja, also zu verkriechen, weil du sicher wissen möchtest, was ich dir eingepackt habe. Oder? Na, okay, ich bin doch nicht neugierig, aber niemals. Na, okay. Ich stelle das Paket jetzt wieder dezent auf die Seite und gehe schlafen. Jawohl. Tauche ab in genussvolle Überraschungsmomente und lass es so mit deiner Seele gut gehen. Ach Gott, ohne deine wunderbaren Videos ist alles doof. Mein Gott. Ja, ohne euch ist auch alles doof. Wirklich. Also. So, jetzt muss ich einmal ein bisschen wieder schlucken. Warte, sorry, ich muss jetzt einmal vom Haferl einmal trinken. Oh. Ja. So, ich schicke dir ganz herzliche Knuddeleinheiten und viele freudige Minuten zum Genießen und Wohlfühlen. Beim Auspacken, ich drück dich dann raus wieder. Mein Gott. Ja, also, erstens einmal, ich verstehe noch gar nicht, wie das da funktioniert, aber ich weiß, dass das so die Viereckerl sind und das biegt man dann da, gefaltet das und dann tut man das dann da so irgendwie.
cool zusammenfalten. Jawohl. Jesus, nein. Oh mein Gott. Mach ich es jetzt eh nicht kaputt. Nein, ich mach's nicht kaputt. Ja. Was soll ich zu dem noch mehr sagen, außer ja. Echt, ich finde das total süß und knuddelig und ich finde das Goschi da so süß. Ja, genau, so mit dieser süßen und so. Okay, Kinder, jetzt da geht's los. Weiter tun wir. Und zwar habe ich da, schaut euch einmal bitte, wie toll das ausschaut. Ja. Echt, ihr seid echt ein Hammer, wirklich. Ihr mit den eicheren Junk Journal Qualitäten und was weiß ich, was alles. Bei euch schaut das alles so cool, super toll aus. Und so. Also ich sehe das ja da mit dem mega, mega mäßigen Stempel. Sieh, da, ich bümple irgendetwas zusammen und es schaut super aus. Da hat es irgendwie aus seinem Papier, dieses Milchglaspapier, hat sich da was ausgestanzt. Dann haben wir da eine wunderschöne Holzrose, auch verziert mit verschiedensten Schönheiten, also einem, ja, da. Und da steht drauf, du liebst Paris, das weckt den Löwen in dir. Ja, ich war noch nie in Paris, ich war noch nie in London. Also ich hoffe, dass ich irgendwann einmal dorthin komme und mir das einmal in Natura, um es mir in Natura anschauen zu können. Und ja, was soll ich mehr sagen? Was ist denn da los? Die Traumigwein. Aber die Sacken sind allein schon so mega mäßig. Ich finde das so schön. So, also, was haben wir da? Yes. Oh mein Gott, ist das schön. Ich habe einen Eiffelturm-Kugelschreiber. Den hat keiner. Sicher werden ein paar haben, aber ich hab den Kugelschreiber. Ein Eiffelturm vom Kugelschreiber, genau. Ich habe einen Kugelschreiber, einen Eiffelturm als Kugelschreiber. Ich habe einen Kugelschreiber, einen Eiffelturm. Ihr wisst, was ich meine. Ich kenne mir jetzt genau Nüsse aus. Bitte schaut euch das an. Ich weiß, wo geht beim Daddy? Ich sehe solche Sachen nicht. Ich sehe sie nicht. Ist er cool oder ist er so obercool? Da schaut sich das an. Also ich finde das mega, und was schaut mich da an? Bitte schaut euch einen Äpfel, du. Nein. Bitte, ich wäre narrisch. Echt, ich wäre narrisch. Schaut euch das an. Das ist ja nicht mehr. Also jetzt kriege ich. Schaut euch das an, wie süß. Ich habe Löwensocken. Oh mein Gott. Mit dem Pelzgoschi da. Kinder, Löwen sind einfach mega, oder? Ich wäre narrisch, echt. Socken. Ich habe Löwensocken. Das ist ja nicht, das ist echt das Ärgste. Jetzt glaube ich zu wissen, was du mit dem Leiberl. Roswitha hat mir ein Foto geschickt. Das werde ich dann da noch irgendwie, hoffe ich, einblenden, wenn ich es zusammenbringe. Und da hat es mir ein T-Shirt geschickt und da ist ein Löwe oben, der was sich die Hand so richtig vors Gesicht hält, weil er das Ganze auch nicht mehr versteht. Und bitte. Ja, ich muss das da jetzt herlegen. Seht ihr das ja alles schön? Mann, was ist da alles Schönes? Mein Gott, Marus, bitte, du bist echt ein Wahnsinn. Schau mal, was da alles gibt. Schaut sich das einmal an. Bitte, ist das schön.
so much fun. Ihr macht solche tollen Sachen. Warte, ich muss meinen Eiffelturm-Kugelschreiber da herstellen. Ich stelle ihn jetzt her, aber das ist echt am nicht. Nein, ich muss ihn da herstellen. Bitte schaut sich das einmal an, wie schön. Auch mit, sich, mit so einer Fussel-Wassel-Wussel-Wolle. Ein Knopferl, ein Holzdeko und da, ihr lieben Kinderlein und so weiter. Da ist sicher wieder irgendein Netz von irgendwelchen Früchten, ein Däuli da angemalt und das schaut schon perfekt aus. So, na warte, sind wir ja da noch dran. Da haben wir auch wieder so ein Geschnörkelmörkel. Ist das süß? Upi! Wart. Schaut mal, wie schön. Ich bin ein schönes Ding mit einem Stoff und habe einen Schlüssel. Mein Gott, ist das herzig! Oh mein Gott, schaut sich die kleinen Klumpen an. Ach Gott, und was steht da oben? Nachschub. Dieser Lage ist der Bericher. Früher haben wir das weggehauen, heute sammeln wir es wie die Iren. Das ist, ich traue mich nicht gar nicht rein, ich schaue Nachschub. Das ist da drinnen. Das ist der Leis. Auch wieder so Sackel, das hat alles. Ja, schaut mal, bitte gestern. Schaut mal, das ist meine letzte Chemiestange, die ich, glaube ich, vom Käferlein noch hatte. Gleich mal abbeißen. Das habe ich gestern extra nicht fertig gegessen, weil ich mir gedacht habe, komm Patricia, beiß einmal an, dann hast du auch noch was. Hallo. Ich werde irgendwann einmal anhand eines chemischen Zuckerschocks werde ich wahrscheinlich irgendwann einmal das Zeitliche segnen. Aber es ist mir ja auch wurscht. Jetzt kann ich meine Stange fertig machen. Oh, lecker. Was haben wir denn da noch? Ach Gott, schau. Oh mein Gott, das sind die ganz guten. Ich denke, da wäre nicht nur ich ein so ein Backerle bekommen haben. Aber ich will nicht verraten. Danke, 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 weil. Wollte ich auf das Gemüsestange am Zahn bieten. Entschuldigung. Ja. Wahnsinn, was wieder? Kann ich das nicht gleich nehmen und weiterverwenden? Und sagen, ich war so kreativ. Nein, das geht nicht, gell? Nein, das kann ich nicht. Mutter, bitte, was ist denn das Riesiges? Oh mein Gott! Bitte schaut euch einmal das an. So. Achtung! Oh, mein Eiffelturm ist umgefallen, sorry. Paris ist in Flammen. Ja, ich habe ein Riesenpaket. In dem Paket, in dem Riesen, etwas für Changchi. Leute, hat's mein Eiffelturm. Da, komm, Eiffelturm, stell ich da her. Also, sag einmal, etwas fürs Changchi und was. Jetzt ist die beste Zeit. Ist es schön? Hat sie das schön? Ich krieg's ja gar nicht einmal überall. Auf. Schaut einmal mit dem kleinen Zettel da. Naja, Patricia, du musst das schon in die Kamera halten. Jetzt sollte ich es ja schon verstanden haben. Also man macht deswegen YouTube-Videos, damit man den anderen Menschen auch zeigt, was man da hat. Ne? Sonst dafür sollte man es in die Kamera halten. Also da haben wir Wertmarke, Eintrittskarte. Das ist doch auch sowas, was man die Iris, im Übrigen Iris, ah hallo, was die Iris mir auch geschickt hat, gell. Schaut einmal, einfach nur, bei euch schaut das immer so einfach alles aus. Jetzt ist die beste Zeit. Ah, du hast die Bänder auch, gell. Und da hat es auch wieder sowas und sowas und Maria. Und dann haben wir einfach. Warte, da bringe ich ein Kuvertschel, ist umgeflogen. Mein Krähenmädchen.
Opa, da. So, was haben wir denn da? Also da haben wir wieder einmal so eine super tolle, naja, Gruppe kann man ja gar nicht mehr sagen. Das ist sowas, gell, was du immer aufhebst, diese Babytücher oder Wischtücher, wenn die schmutzig sind, dann tut man es nicht wegschmeißen, sondern man hebt es auf. Dann kommt da so eine kleine süße Feder. Nur und eine Eule und damit ist das auch schon wieder fertig. Ist das cool? Ich kam ja wieder nicht auf so eine Idee. Mein Gott, nein, wirklich, das ist ja das, was ich nicht behirne. Ich sitze immer dann vor meinen Schätzen, die ich da alle wohl sortiert habe und denke mir so, und was soll ich jetzt machen? Ja, mir fällt das nicht ein, das ist ja. Und bei euch schaut das immer so, ach Gott, ich muss schon wieder mal mit mir selber kämen. Warte, Kinder, ich lege das jetzt einmal da auf die Seiten. Oha. Oh mein Gott. Ja, sag mal. Oh mein Gott. Was wird da? Na bitte. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Oh mein Gott, ich krieg eine schwere Schnappatmung. Bitte schaut euch das an. Oh, wie schön. Bitte schau mal diese. Wow, oh, das sind diese alten Kirchenbücher, gell? Also jetzt nicht, dass ich da in die Kirchen gehe, aber ich war schon mal in einer Kirche. Und da weiß ich, da sind dieses dünne Papier in diese Bücher. Ja, falls ich jetzt irgendwie willenlos Blödsinn daher rede, verzeiht es mir, weil es ist jetzt, das Hirn ist jetzt momentan out of order. Da schau mal, bitte, ist das ein Wahnsinn? Die Matrosen gehorchten. Schaut euch das an. Oh mein Gott, ich habe Schätze. Da haben wir auch wieder die Psalmen, Bitt- und Lobgesänge. Geht ihr da einfach in die Kirchen und holt ihr euch das? Oder wo kriegt ihr das her? Wenn einer es zu schlau macht, ja, dann bitte schaut euch das an. Da Buchseiten. Also, du warst wieder auf irgendwelchen Dachböden oder auf irgendwelchen Flohmärkten, gell? Nein, ihr seid echt. Ich kann, die Blonde war aufgestanden. Na schau. Was haben wir da? Bitte, was ist denn? Also, da muss ich noch mal. Langsam hatte sich die Hirtin erhoben. Ja, ich muss immer alles lesen, ich weiß eh. Deswegen wäre ich ja nie mit meinen Backeln fertig. Weil ich immer da sitze stundenlang und lese alles. Ja, ich bin eine kleine Leserate, ich weiß es. Ich bin ein Leselöwe. Schaut, da ist sogar ein Stempel drinnen. Na, wo ist der Stempel? Lalala. Ich finde ihn jetzt nicht. Okay, oh, egal. Was ist denn das Cooles? 1947, schaut einmal. 15. September 1947, Freiheit. Da, das jüdische Leid. Mutig gingen sie ihren Weg. Das, da steht sogar, schau einmal. Da muss ich, da Millionen unglücklicher Menschen sind Opfer jenes Hitlerwahnes geworden. Siehst du das? Wahnsinn, ich liebe. Oh, schaut euch das an. Ja. Na, ist das ein Hammer. Oh, mal die Hinge. Herbstbestellung 1947. Nachrichten aus Deutschland. Schau mal. Warte, seht ihr das alles hier? Okay? Landwirtschaft und so weiter und so fort. Henry Wallace enthüllt Wall Street Absichten. In den nächsten Jahr 37.000 Neubauernhäuser. Ein SMA-Befehl zur Festigung der Neubauernwirtschaften. Ja, ich muss das wieder alles. Nein, ich muss das wieder alles durchlesen, ich weiß nicht. Ich werde nie mit meinen Videos kürzer werden. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Maria, was ist denn da alles? Schaut, ich ziehe nur Schätze hinaus. Baff! Ja, bist du narrisch. Ich fall vom Sessel jetzt aber runter.
Ja, das sind diese Eintrittskarten. Das hat mir die Iris auch geschickt. Schau mal. Ja, genau, das sind die. Oh mein Gott, auf Verlangen vorzeigen, bitteschön. Und da schaut euch einmal das an. Was ist denn das Tolles? Betriebsgewerkschaftsleitung. 1.12.1959. Harzke Rote. Oh mein Gott, ist das toll. Wow. Also ich hole das jetzt da mal aus, so alles. Maria. Na, das kann man doch gar nicht verbasteln. Das muss man, ich bin schon wieder leise, gell. Schau mal da. Frauenbund Deutschlands, genau. Demokratischer Frauenbund Deutschlands, so ist richtig. 50, Mark und Pfennig. Da schaut sich einmal das, warte mal, mit einer super schönen Ruhe. Oh mein Gott, was bist denn du Schönes? Da muss ich jetzt noch weiter schauen. Schaut mal, die Makel, die Putzi-Makel. Ah, ist das schön. Einlage für Mitgliedsbuch. Was ist denn da? Bist du ein Mitgliedsbuch oder bist du ein Mitgliedsbuch? Bitte. Oh mein Gott, ist das. Yes, schaut einmal. Mitgliedsbeiträge 89, 90. Ist schon mal. Übertrag und so weiter, 1473, na ja, die sparen brav. Gewerkschaftliche Funktion, schaut euch das an. Fahrpreisermäßigungen, ach, ist das toll. Mario, was haben wir denn da? Oh, jetzt da, oh, weiter habe ich was gesehen. Und da lege ich mich jetzt aber nieder. Also da, warte mal. Quittungen haben wir da. Zeig einmal. Wo kriegt man das alles her? Schaut einmal das da. Feldpostbrief. Oh, so hat das ausgeschaut. Schau mal mit dem Helm. Mit dem Kreuzerl. Schaut einmal. Wow. Echt das einmal an. Meine Liebe, Wahnsinn. Es ist nicht 1943, schaut mal. 31.10. Na, das kann ich doch nicht. Na, das ist nicht. Mit dem Helm, schau, das biegt man da einfach zacki zacki und fertig. Oh. Schaut einmal da bitte. Frau Anna Sachs. Schaut euch einmal das kleine Briefchen an. Oh mein Gott, ich gehe schon wieder stirn in die Lebensgeschichten anderer Leute. 9. Mai 44. Ach du großer Gott, ist das schön. Wow, na jetzt stockt man da oben. Ich sag's euch, wie es ist, jetzt ist bald soweit. Bitte schaut euch das an. Truhe, Feldpost. Otto, Maria. Da haben wir noch einmal anschauen. Da haben wir auch einen Brief drinnen. Oh, schau mal, was bist denn du? Die Sparkasse, zahle gegen diesen Scheck aus unserem Guthaben Reichsmark aus. Oh, nur zur Verrechnung. Falsches Berika, was haben wir denn da noch? Einlegeplatz, Solidaritätsmarken.
Mein Gott, ist das schön. Da, bitte, Kontrollkarte des Gewerkschaftsmitgliedes. Elfriede, na schau, vom Onkel Wohlfahrten, die Mami heißt da Elfriede. Nöltner Elfriede. Schaut euch Transport. Das war auch nicht das, oder? Na. Da, Lohn ist das. Schaut einmal, 546 Mark und da hat es das wegzahlen müssen. Siehst du das? Nachweis über Beitragszahlungen und den Erwerb von Solidaritätsmarken. Na jetzt, da, ich habe glaube ich gerade einen Bandscheibenvorfall, Kinder, weil ich so blöd gesessen bin. Was ist denn das? Am Mittagessen. Webnobas. Na also bitte, schaut euch das an. Ja, das sollte ich einmal führen, so ein Haushaltsbuch. Naja, da habe ich wahrscheinlich alles unter Sonstige und oben mache ich große Action oder so irgendwas. Ja, ja, was tritt ja, das wäre einmal gut, Einnahmen und Ausgaben. Da muss ich wahrscheinlich nur 5 bei Blauen dazulegen, aber also das ist ja nicht. Ach, da ist ja noch wo, also bitte, ich, na, also. Ach, wie süß, was haben wir denn da für Knuddeln? Hunde, na, ja, aber ja, Hunde und Katzen. Mein Gott, ist das schön. Schaut, was da wieder so super, Opala, Entschuldigung. Was sie da wieder Schönes auch gemacht hat. Das habe ich letztes Mal auch wieder irgendwo in einem Video gesehen. Also nicht das jetzt mit den Hunden, Wutzi. Das sind so wahrscheinlich, was man umknicken kann. Oh, was bist denn du Schönes? Ja, genau. Ah, oh, das habe ich gemeint. Dieses einlaminierte, wo habe ich denn das gesehen? Ich glaube, eben der Iris oder so. Schaut einmal, wie schön. Oh mein Gott. Die Blumen der Ewigkeit, gell, sind das? Oder die Blätter der Ewigkeit. Schau mal, eine Rose. Ein Rosending ist das. Und da haben wir auch Blätter, Schatz. Und das haben wir alles von der Tier, gell? Naja, Schatz, wie schön. Mein Tisch ist so wieder so ein schöner Tisch. Schau mal, was wir da alles haben. Die Geschnörkelester. Schaut euch das an. Geschnörkelester. Ist das super? Alter, das hat fotokopiert. Fotokopiert. Ja, ja, fotokopiert. Was ist denn da los? Du kannst dich immer auch für das Nein entscheiden. Ja, Action. Du kannst dich immer auch für das Nein entscheiden. Nein, das nehmen wir heute nicht mit. Aber dann kommt der Nebel. Ja, da muss Briefmarken. Schaut mal. Ja, das ist. Wer nicht genießen kann, ist ungenießbar. Das ist richtig. Ich war sicher sehr ungenießbar in den letzten. Also das ist ja auch wieder. Oh, wie schön. Ui, Pussy. Oh, sagt Anne. Niemals in ihrem späteren Leben konnte sie sich erinnern, warum sie diesen Ruf ausgestoßen hätte. Sind schon fesch, gell? Naja, da ohne Vorhaben. Aber jetzt der Onkel Wohlfaden. Und zwar hat jetzt Onkel Wohlfaden, wir haben jetzt, da, also ich habe da unten ja meine Meerschweinderlkarte und mir ist eingefallen, dass die Sabrina, also Baby Wohlfaden, hatte ja auch einmal Meerschweinchen. Und mir sind partout nicht die Namen eingefallen. Und das habe ich jetzt doch gefragt und jetzt ist in Onkel Wohlfaden eingefallen. Also das erste Meerschweinerl hat geheißen Peppers und dann hat es gehabt ein ganz ein schwarzes und der hat Pam Pam geheißen. So, nur dazu noch, das ist mir
Ja, Peppers und Pam Pam, genau. Na, sehr schwer zu merken, aber ist okay. So, also da haben wir da noch schön sind sie ein, ja, okay. Was hat die rauen Klang? Naja, so wieder. Schaut euch bitte den Tisch an. Ich bin heute schon wieder mal. Jesus, bitte. Na, jetzt wird es erst anstrengend. Maria, Kinder, jetzt wird es erst so richtig heftig. Oh, preußischer Hypothekenbrief. Bist du nahe? Schaut euch das an. Warte, mit meinem Blutsmund ist sicher wieder nichts. Da, schaut euch das an. Wow, wo hat es denn das? 1230 Mark. Darlehen mit 6 vom 100 jährlich. Das ist ein Kreditvertrag, belastetes Grundstück. Oh. Das schaut sich einmal an. Preußischer Hypothek. Die im Grundbuch. Oh mein Gott, ist das schön. Schaut einmal. Mit dem Pferdl. Schau, wie toll. Das sind solche Signaturen, oder wie die heißen, glaube ich, gell? Peine 55, da haben wir auch sowas. Ja, das sind so die, wie die Vollmachten. Ich war ja im Außenministerium, habe ich gearbeitet. Und da haben wir auch immer so Vollmachten, das hat man auch immer so gebunden, schau. Auswertigung, ja, wie cool. Da bin ich im Köller und gestanden und habe Akten schlicht und was weiß ich was. Bitte schau mir diese traumhafte Schrift an. Also, wow, wie schön schreiben. Katasteramt, okay. Katasteramt, ja. Moin. Wow, das ist eine traumhafte Schrift. Pff. Sowas von toll. Na, also bitte. Na, das muss ich dann gleich in die Folie reingeben wieder, weil das ist mir sonst zu arglich. Bitte schaut euch das an. Maria. Na, das ist, da muss man gleich da. Das gehört einfach wieder da rein, weil sonst, oh mein Gott. Ich lasse das da drinnen. Na, das ist, schaut euch das an. Schuldverschreibung über 3.500 Mark. Boah. Geschehen zu und so weiter. Wahnsinn. Preußisches Amtsgericht. Was ist für ein Jahr? Wo ist denn das? 1900. Steht das da vorne? 1899. Boah. Da haben wir wieder einen preußischen Hypothekenbrief. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Seit 1926, ja. Wow, also diese drei Sachen, da bist du narrisch. Oh, ich krieg, dass ich sowas einmal in Händen halten darf, das finde ich überhaupt mega bärig. Das ist ja einfach Geschichte. Ich habe Geschichte in der Hand. Weißt, wisst ihr das? Und das ist echt. Frau Roswitha, da bin ich jetzt schwerstens überfordert, weil das ist ein Wahnsinn. Also, nein. Was hast du da noch? Ja, saugam. Ich habe jetzt da schon einen Hitzeanfall. Landkarten, ADAC und Schatz. Dahin, da. Das ist so aus einem Atlas oder so, glaube ich, gell? Kriegst du so große Hüllen her? Die hat aber eine Action, ne? Die Klebeschnuffis. Nö. Na, das lasse ich jetzt aber zu, weil ich glaube, das sind Landkarten. Schau. Was haben wir noch da? Warte. Oha. Na, warte mal. Ist das Ärgste überhaupt? Häkelkordonett, K-Seite. Oh mein Gott.
Gott! Na, das muss ich jetzt aber aufmachen. Häkelsachen, Stricksachen. Na, das ist ja nicht, das ist ja das Tollste überhaupt. Was nicht kaputt machen, bitte. Oh, bitte schaut euch das an. Da das Kragel, der Pullover. Da die kleinen Zipfeln. Seht ihr das eh alle, gell? Wahnsinn! Alpaka-Garn, Kabinettpferde. Ich kann echt was noch stricken. Das ist vom Jahr. Naja, ja, okay, vielleicht würde ich es nicht anziehen, aber Wahnsinn. Schaut, bitte, die machen ganze Kostüme. Mir rutscht die Brünnschobe. Da mit dem Schmetterlingsding. Oh mein, warte mal. Schaut, ist das ein Berg? Poesiegarn mit Naturseide. Da, schaut euch einmal die Putzis an. Die Frisuren, ha? Na, also, das ist ja echt ein Wahnsinn. Was haben wir da noch? Oh, schau mal. Na, servus, sind die da gesessen und haben die das echt geschaut? Na, also, bitte, schaut euch das an. Na, sicher. Na ja, da sind die Leute. Mein Gottl. Das Kleine, das Kleine. Schau, Opa, hat Sabrina schon wieder umgefallen heute. So. Schaut euch das an, das ist so. Was ist das? Zobachschnitt oder so irgendwas? Oh mein Gott, ist das ein Wahnsinn. Heute geht er zweimal in seinen alten Anzug hinein. Tja, weil er abgenommen hat, der gute Mann. Das ist ja Wahnsinn. Schaut sich da die Stickputzis an. Boah. Ich bin schon wieder total. Was? Eva Sitt-Wettbewerb. 40 Mark im Bar für 40 Worte. Wo bist du narrisch? Ich war sowas von reich. 40 Worte. Wir zahlen jeden Tag 40 Mark für die Best. Ach so, heute finden wir wollen ein kurzes. Ach so, ja, ich könnte ja noch erzählen, aber egal. Ich besprich alles. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das ist echt. Ich habe Schnappatmung. Schwerste Schnappatmung habe ich gerade. Ich möchte nur wissen, von was für ein Küchenzettel. Schau, er traugt es herum. Die Frau, die vom Himmel fiel. La. Das ist neckisch. So stricken wir. Und dann geht's am Onkel Wohlfaden. Oder sowas. Aha. Da wird er, guckt er dann. Oder er läuft. Ein neues Strickkleid. Jacke oder Kostüm. Ja. Wir stricken uns einmal ein ganzes Kleid. Natürlich. Boah. Ah, Wahnsinn. Ja, ich muss mir das jetzt durchschauen. Was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht aufhören. Ihr könnt ja vorspulen. Ja, Filet häkeln, oh mein Gott. Bis ich das einmal probierend gehabt habe, was man da zunimmt und wie man annimmt. Und ach Gott, da bin ich auch gesessen. Ach, so, und jetzt fragt es mich, warum ich nie mit meinen Backeln fertig wäre. Jetzt mache ich Video. So, dann schalte ich euch ja weg. Schaut euch das an. Und dann schaue ich mir das Ganze ja noch einmal ganz genau an. Das kann man heute alles noch verwenden. Na, warum auch nicht? Das ist da. Das weiß ich alles, was das heißt. Außerdem steht es ja eh da. Der Umschlag, eine Masche abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Das kann das. Das mache ich mit euch. Da machen wir einen Schal und das machen wir. Im Übrigen, ich danke euch für das Interesse. Wow. Ja. Also ihr wollt Anleitungen und Dinge sehen, machen wir.
Ich freue mich auch. Ich muss nur halt irgendwie mein Konzept erstellen, dass das nicht zu lang wird und dass das nicht zu ding wird. Ist das 1938, 39? Schau. Jetzt wissen wir. Was haben wir denn da bitte? Wo hat sie das her? Wo hast du das wieder her? Ich tue eh schon blättern. Handarbeiten nach Fobach-Heften. Siehst du das? So. Ich zeig's euch trotzdem. Schau die Pupus. Mein Gottl. Die Chefchen. Na, der Mann von heute trägt Pullover von gestern. Siehst du? Na, sowas mache ich ihm. Oder das. Er tät aber gar nicht einmal so, ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber Onkel Wohlfaden beim Laufen im Winter oder Radlfahren, der ist ja, wisst ihr, so ein sportlicher, viel Vater, der tät er wahrscheinlich gar nicht einmal so, wo hat er denn das auch? Irgend so ein Reizunterwäsche oder auch beim Radlfahren, glaube ich, oder so, irgendwas, wenn es kalt ist, so, was weiß ich. Auf jeden Fall, er hat sowas halt im Modern. Und wenn es das mit einer, mein Gott, ist das süß, mit einer Urne Wolle macht, sieht er das sicher. Na kommt, Kinder, das ist ja jetzt nicht so. So ein schwarzer Ding. Naja, jetzt tut es wieder immer dumm. Na, schöne Sachen, oh mein Gott. Ach ja, ich sag es euch, schau einmal. Mit da Muster und da und dort und das weiß ich alles. Ja. Was ist denn das denn? Volkskunstmuster. Ja, da. Wahnsinn. Also das ist ja extrem. Was haben wir denn da noch in dem. Noch Gott, jetzt ist mal leer. So meine Schätze, ich mache da jetzt einmal ein kurzes Päuschen. Ich hole euch gleich wieder, weil ich muss das alles wieder. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Ich habe ein bisschen jetzt einmal das zusammengeräumt und jetzt habe ich das nächste da rausgenommen. Warte, jetzt habe ich da irgendwas kleben, was mich stört, aber egal. Da schaut es mal wieder, wie schön es das gemacht hat zum Verzieren. Da haben wir wieder so eine Gluppe und wieder so ein Schilderl. Und deine Schrift ist ja auch schon so faszinierend. Du hast ja auch dieses drinnen, diese tolle Schreibweise, nicht jetzt, weil du, um Gottes Willen, jetzt habe ich mir wieder in einen Quagel reingeredet. Du weißt, was ich meine, was wieder. Bitte, bitte nicht jetzt falsch verstehen, oh mein Gott, schnell lenken. So, also da ist wieder ein Schlüssel und ein Ding und so weiter. Nein, ich hoffe, du weißt wirklich, wie ich es meine. Du hast einfach eine tolle Schrift und hast diesen Style drinnen. So, jetzt da aber. Da hat er so ein Jutenest und ein Holzding und das schaut bei euch alles immer aus. Schau, da biegt man einfach ein Stickel auf für da hinten und fertig. So, man macht einfach ein Sackel aus dem. Schau, was heißt man denn da wieder reingekommen? Oh mein Gott. Ah, weh. Oh Gott, ich liebe das. Ich weiß nicht, habe ich das in einem Video wieder mal gesagt, dass ich der Luise ihre Büroklammern, glaube ich, nachbasteln wollte, gell? Und da habe ich ja das Gefutzel mit den kleinen Dingsel-Dangsel, da habe ich da das nicht über WhatsApp gesagt, ich weiß gar nicht. Luise, auch mal liebe Grüße, Luise und Susanne, Junk Journal Queens, meine zwei auch. Ich glaube, da gibt es viel Junk Journal Queens da draußen, also das ist ja Wahnsinn. Und die hat so wunderbare Büroklammern eben verziert. Und ich eben natürlich, keck wie ich bin, nehme natürlich die kleinen Büroklammern und tue das natürlich nachbasteln. Das hat auch super funktioniert. Ja, da hat es wieder so ja, also an Junk Journal Sachen, Ausstanzungen natürlich, also wie süß, da in die Schreibmaschine hat es schon das reingegeben. Also jetzt brauche ich es wirklich nur mehr aufbieten, gell? Ja, aber die, wie es so, dass dann so ausschaut. Ach Gott, ich sage euch,
Ich sag's, was haben wir denn da? Was ist da los? Was ist das? Ah, schaut, wie schön das Habitat da gemacht hat, gell? Was steht da? Nicht für dich. Oh, naja, die zwei Schnuffels. Ich mag es aber trotzdem auf, oder? Oh, ich darf sie aufmachen. Als Mama muss ich sie aufmachen. Da zeige ich, dass eine super tolle Klammer hat, ein bisschen Hobby. Da hat es auch wieder so super schön. Also das bastle ich wirklich jetzt noch, das schaffe ich. Das schaffe ich auch. Was dann auch wieder so schön ausschaut. Aber ich habe eh eigentlich jetzt alles, gell? Ich brauche halt nur ein Holzklupperl, dann mache ich sowas. Das mache ich. Das mache ich. Das bastle ich noch, wirklich. Also nicht für dich. Gott, was haben sie denn gekriegt? Schon wieder die Schnäufis. Dahinter klar, wieder. Die kriegen immer Leckerlis, die Hasen. Die Hasen. Ich habe zwei Hunde. Weil sie sind noch nicht raus. Naja, gut. Oh mein Gott. Naja. Nein, die sind die, wisst ihr, die, ja, die, ich liebe sie immer. Und die kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Die Steakfilet. Mit Ente und Fisch. Naja, Fisch ist was für ein Jimmy, weil der schaut ja auf sich. Und mageres Hühnchenfleisch. Naja, da werden sie sich wieder. Ja, also vielen, 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 vielen Dank im Namen von meinen zwei Schnuffelbären. Die werden wahrscheinlich da, ja, aber heute gibt es nichts mehr, weil heute haben es gekriegt. Vom Vlog habt ihr ja gesehen, wo wir waren. Babywohlfahrten, und die waren ja beim besten Kebabstand von Wien und Niederösterreich. Und der hat, also die sind Bekannte auch von der Sabrina, und der hat heute Kalbfleisch stark gehabt, also diese Dönerspieße da mit Kalbfleisch, und hat es angerufen und hat gesagt eben, da habe ich auch, blende ich euch ein Foto ein, wie der Jimmy gerade sein Kalbfleisch-Tellerchen, also wie er sich gerade drüber hermacht, weil da ist ihm halt übergeblieben, und bevor er es wegschmeißt, das muss man ja, also entschuldigen, im Hintergrund ist auch wieder die Waschmaschine, aber macht er nicht. Auf jeden Fall hat er sie angerufen und hat gesagt, bevor er es wegschmeißt, ob sie das nicht für die, für ihre Babys mitnehmen will. Ja, da haben wir heute noch Kalbfleisch gegessen. Ja. Was haben wir denn da noch drinnen? Ach, Rio, was Wetter, du bist echt ein Wahnsinn. Fusselei, was ist Fusselei? Was haben wir da wieder? Da haben wir ein Fusselei eben. Das ist ja Laschung. Und da hat sie eine Teekanne und auch wieder so Geschnörkel. Also die Klammern an, und die Klammern der Laschung sind ja. Ich habe ja jetzt gleich da, wo ich Pause gemacht habe und das weggeräumt habe, habe ich ja gleich einmal aufgequatscht und habe gesagt, ja, das ist einfach überwältigend. Überwältigende Post. Da haben wir da noch so eine Feder, und da. Darlehens Kassenschein. Das habe ich, das hast du mir auch, glaube ich, schon geschickt. Und ein Teile. Und der super Stempel da. Was ist Fusselei? Oh, Käferlein, die wird sich auch freuen. Ja, das sind die Fusselwollen. Ja, genau, das, was wir ja beim Junction brauchen. Ich habe es irgendwo im Keller, weil mit denen häkeln, also häkeln ist eine schwierige Aufgabe. Also jeden würde ich empfehlen, fangt es nicht zum Häkeln an, weil ihr seht irgendwann einmal nimmer mehr die Maschen. Stricken geht noch, aber jetzt wissen wir ja, für was wir es verwenden. 7 bis 9er Nadeln, aha. Naja, 8er Stricknadeln, Häkelnadel ist da gar nicht drauf, denke ich mal, ja. Aber wir verwenden sie ja natürlich fürs Junk-Journal. Da kriegt ihr natürlich das Käferli auch was. Na, das ist klar, Strickgarn. Ich hab mir auch.
Ja, natürlich habe ich da so eine super tolle Tüte. Eine deutsche Tüte. Ja, sie macht die Tüten alles selber. Das ist ein Wahnsinn. Also das, ja, nein, ich habe schon eine Idee, was ich mit dem Ganzen mache. Was haben wir denn da Tolles? Warte mal, was ist da? Vielerlei kann alles sein und nichts, gell? Auf jeden Fall haben wir wieder einen Mega-Klumpen, einen Mega-Schüdel. So, schaut mal. Mein Gott, nein. Wann bastelst du denn das alles? Das, na, und mit Glitzer, schaut mal, Glitzerli. Da kommt es her. Da ist jetzt oben einmal ein Knopf, ein Kork mit so weinrotem D-Sackerl-Ding. Und das neue Bandel, was es beim Action gibt da, was mir das Käferle auch geschickt hat. Geldscheine, ja. Und vielerlei. Nix. Diese. Na, wie heißen sie denn? Tortenbodendinger, irgendwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde nicht. Das ist ein Wahnsinn. Schaut's mal. Ah. Oh mein Gott. Das ist eine Granaten. Roswitha, du bist echt wirklich. Warum wohnt ihr so weit weg? Schaut's mal. Eine. Ja, jetzt habe ich keine Zeit für dich. Du kannst piepsen. Eine Wirkbinde. Ist das stark, bitte? Also wo hast du das her? Was ist das? Das sind so Geschirrtücher. Ja. Mit den Kalender oben. Das hat meine Oma auch gehabt immer. Ja, Homie, oh, die muss immer götten, gell? Ja. 94, schau. Aber da bin ich echt am Überlegen, ob ich das nicht für mich in die Küche nehme. Weil ich finde, das Geschirrtüchel ist doch also nicht besser. Ich finde die cool. Also warum? Na, muss ich echt, bin ich echt am Überlegen, weil man. Was ist denn das Cooles? Ah, Geschirrtüchel. Ja, 98 Heilkräuter, schaut mal. Ich finde das so super. Nein, jetzt nicht. Da, die gemeine Ackelei. Annika quasi kenne ich ja. Wilde Malve, schau mal. Was haben wir da? Dost, okay. Arzneibaldrian, Scharboxkraut. Also ich glaube, die werde ich mal in die Küche nehmen. Ja, nein, die tue ich nicht verschnibbeln und zerschneiden. Da haben wir wieder mal irgendwas so, ja, irgendwas, ja, vielerlei. Ach Gott, ja, das sind diese super Sachen. Ich bin noch nie im Leben, bin ich auf Deko. Wisst ihr, wie oft ich das schon in der Hand gehabt habe? Bei den Knoblauch, wisst ihr, das Weiße. Oder eben da Mandarinen, Orangen und so weiter und so fort. Aber nicht runterfallen, bitte. Nein. Und das habe ich weggehauen. Und dabei, wirklich, hör jetzt auf zum Piepen. Meine Waschmaschine ist wirklich sehr aufdringlich. Echt. Also, ja, die Binden ist ja Wahnsinn. Die hast du ja auch irgendwo. Was? Ab 14, 19, das ist ja 27. Das ist sicher schon eine uralte. Ich finde das so mega stark, wirklich. Ach Gott, na, warum kann ich euch nicht persönlich einmal anknuddeln und alles Mögliche? Oh, warte mal, da haben wir ein bisschen Fusselei. Ein Vielerlei am Tisch, das macht er nicht. So, schon behoben das Ganze hier. Was haben wir denn da noch? Maria, was ist denn das da? Oh, na, das ist schwer. Oha. Wow, was ist denn da schwer? Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Ach Gott, ist das süß. Es tut mir leid, dass die Maschine so, ja, aufdringlich ist. Das ist ja
Der hängt da. Warte, was stellen wir da? Interessenhalber noch eines zur Nachtlektüre. Oh mein Gott. Ich traue mich gar nicht aufmachen. Warte, ich muss nachher machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde es wieder. Ich traue mich echt nicht. Oh, das ist schwer und das fühlt sich noch. Schaut mal, wie toll da wieder mal. Ja, ich bin schon wieder. Ich traue mich gar nicht. Oh mein Gott. Ich nehme das jetzt so aus, wie es einfach da. Almanach für 1939. Oh mein Gott, ist das toll. Napoleon, der Krieg war geendigt. Napoleon hatte den Thron entsagt und lebte auf der Insel Elba. Oh mein Gott. Almanach, zusammengestellt von Josef Nadler. Jesus. Schaut euch das an, die Maria Theresia da. Gemälde und so weiter. Die große Kaiserin. Haben sie da über mich geschrieben? Schon. Wahrscheinlich. Hör jetzt auf zum Quietschen, du aufdringliches Ding da. Schau, wie schön. Oh. Ist das ein Wahnsinn, das kann man nicht kaputt machen. Nein, Kinder. Zwei Meister der Szene, bist du narrisch. Boah, danke. Was ist das Tolles? Ein Volk in Waffen. Ja, jetzt bin ich komplett leise. Bis danach, schaut sich das an. Dem deutschen Heer. Mach an die Front. Also das ist ja was. Im Hauptquartier, schaut euch das an, bitte. Boah. Na, da bin ich ja ganz... Wahnsinn, schau mal. Na, das muss ich alles wieder lesen. Beispiel der Etappenverbindung einer deutschen Armee. Wahnsinn. Ja, ich kann jetzt nicht, ich weiß sehen. Am liebsten hätte ich schon wieder französische Gefangene. Wahnsinn. Bitte. Ich krieg echt, das ist ja eine Nachtlektüre. Danach, was ist denn das Tolles da? Oh, Luise Heinzel. Auf den Spuren von Luise Heinzel. Na, das bist du auf jeden Fall, liebe Roswitha. Also da haben wir auch wieder das tolle Schild. Die super schöne Klammer. Also ich meine, du bist ja. Ich verstehe. Macht's doch bitte. Zeigt's doch solche Sachen. Der Stempel ist mega mäßig. Auf den Spuren von der Luise Heinzel. Jetzt bin ich gespannt. Was bist du tolles? Warte mal. Ach, ich hau mich so auf, was nicht nur kreativ und lieb und herzensgut, sondern auch total echt immer für einen Spaß. Du denkst, oh mein Gott, was ist da jetzt drin? Hör jetzt auf zum Quetschen, weil sonst zerhocke ich dich. Luise macht ja mit den
Ostereierfarben, auch was, genau. Das habe ich, das, ich weiß, ich glaube, ich habe es noch nicht einmal angeschaut, Luise, verzeih mir bitte. Aber ich meine, wenn man bei dir einfach anfängt, einmal zum Video schauen, da so kann man nicht dann aufhören. Das heißt, man muss sich da einfach willenlos wegreißen und einfach gehen, weil ja, teilweise natürlich, wenn man sich denkt, okay, ich bin so gefrustet. Nicht weil die Luise, nicht Luise, weil du Ding, sondern weil deine ganzen, ja, ne, du weißt das eh. Ich stelle mir es auf die Luise. Also, ja, oh mein Gott, warte, jetzt habe ich wieder einen Blödsinn gesagt. Luise Heinzel, Junk Journal, Susanne Bollenhut Art und die ganzen Junk Journal Queens, Iris, Kleeblatt Creations und. Ich stelle mir es insofern auf euch, auf eure Kunst, auf eure künstlerische Art, auf das Steilmaß, das sagen wir in Wien so, auf das Steilmaß, voll und ganz. Was ist denn das noch? Ah, eine gute Nachtlektüre. Oh, boah. Ja, bist du narrisch. Was hast du mir da einen Stein geschickt? Aus dem Harz? Bitte schaut euch das einmal an. Was ist echt so? Wow, meine Kneife tun ist schon wieder umgefallen. Warte ein bisschen. Okay, das ist schwer. Gute Nachtlektüre. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder, da schaut es einmal wieder mit dem Mascherl und mit dem Knopfe. So, das muss ich wieder da herlegen. Nein, das muss ich jetzt einmal da. Warte, jetzt muss ich einmal die Ode. Luise Heinzel, den Spuren der Luise Heinzel. Oh mein Gott. Oh, ey, das wird wieder, wieder schwer. Schaut jetzt auch wieder selber Blümchen. Das ist im Übrigen so ein Netzel und ne, wisst ihr eh. Wisst ihr, aber das ist schwach. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, ich fühle es ja schon. Ich traue mich so gar nicht aus. Na, du bist Verrückte. Du bist eine Verrückte. Ja, okay, jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was ist da jetzt so super und toll an dem Ganzen? Ich erkläre es euch ganz kurz. Mein Opa war im Krieg. So. Und ich meine, ich bin jetzt schon zwar älter, aber natürlich nicht jetzt so alt und so weiter und so fort. Aber als Kind bin ich immer bei ihm gesessen. Und der hat mir aus dem Krieg Geschichten erzählt. Da kann ich mich nur erinnern, als wenn es gestern gewesen war. Da ist er gesessen, da haben wir so einen großen Tisch gehabt und da waren eben die vier Sessel und der Opa ist halt da so, wisst ihr, am Anfang gesessen, also der Hausherr, das ist so. Und die kleine Patrizia ist da immer daneben gesessen und irgendwann hat er halt einmal wegen gesagt, hat, geh, Opa, erzähl. Ja? Und der Opa hat halt dann einfach Geschichten und der hat das also super toll erzählen können. Also es war so, wie ja, er jetzt praktisch irgendwie erzählend einen Film abspielt. Also da hat er mir einmal erzählt, da waren sie im, die war ja noch so, die Geschichte ist mir so im Gedächtnis geblieben. Da waren sie irgendwo halt auf Gefecht oder was weiß ich was alles und da haben sie sie in so einem hohen Gras versteckt und er hat sie dann an Zigaretten angezündet oder so irgendwas und dann auf einmal hört er ein Rascheln und Ding und dreht sie um und auf einmal steht ein Russe mit dem Gewehr hinter ihm. Und er hat sich gedacht, okay, das war jetzt meine letzte Zigaretten, das war es jetzt, gell? Und der Russe hat dann auch so geschaut, der wird sich gedacht haben, vielleicht, oh mein Gott, da ist jetzt der Gegner sozusagen. Und jetzt hat auch mein letztes Stündlein geschlagen, gell? Und das Schöne an dem, also an dem Erlebnis, was er eben da gehabt hat, oder was die beiden Menschen gehabt haben,
Sie haben sich dann gemeinsam hingesetzt ins Chaos und haben jeder mit, also sie haben miteinander Zigaretten geraucht und haben sie halt so nicht jetzt von der Sprache her verständigen können, aber sie waren sich einig, dass man halt jetzt den Gegner nicht immer umbringen muss, sondern man kann sie auch hinsetzen und eben miteinander Zigaretten rauchen und das Ganze, ja, eben auch so abhandeln. Und ich war dann eben schon seit Kindheit immer wieder auf diesen, auf das Krieg und ich habe immer nachgelesen und so weiter und so fort und mir hat das auch irrsinnig interessiert. Ja, genau, da. Genau, also der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, das sind halt so meine ganzen unter anderem Hobbys auch und ja, nachlesen. Und Roswitha hat mir da jetzt, also ja, also ich zeige es euch da mal so, aber das, ja. Also ich bin überhaupt ein bisschen so ein Geschichtsgeneral, Feldmarschall von Hindenburg, naja, das ist halt, gell. Ja, und ich finde, dass das heute viel zu wenig in den Schulen, weil ich weiß ja vom Babywohlfaden, die haben 2 Jahre Geschichte, wisst ihr, diese großen Brocken der Zeit sozusagen, aber ja, gut, ja, ich verstehe schon, man kann das nicht alles genauestens und so weiter, aber ich finde es, aber ja, wie gesagt, man kann sich ja heute Reichsminister Dr. Frick, also. Echt, ich habe Geschichte in der Hand. Und das ist das, was ich so sehr liebe an dem Ganzen. Und wenn es da noch schaut, also das ist ja ein Riesenwascher. Und da schaue ich jetzt auch noch mal ganz kurz hinein. Weil das ganz einfach, ich finde es einfach faszinierend. Und ja. Kronprinz Ruprecht von Bayern auf dem Schlachtfeld und so weiter. Ja. Im Übrigen, wo wir da wohnen, in Essling, im 22. Bezirk, auch da, wo mein Häuslein steht, war ein Kriegsschauplatz. Da hat der Herr Napoleon aber wisst ihr, also er wird selber nicht herum. Also ich lebe auch auf einem Kriegsschauplatz. Da gibt es den Löwen von Aspern, der ist ein Stück weiter weg von uns. Aber, ja. Also schaut einmal. Also das ist der Lobau-Gegend für diejenigen, der Herr Generalleutnant von Stein, ja. Da vom Kriegs. Die Geschichte des Weltkrieges. Roswitha, also da, das ist ein Geschenk. Ja. Ich liebe Action, ich liebe Basteln, ich liebe, ihr wisst, das ganze Glitzer und so weiter und so fort, aber das sind so, wie gesagt, da bin ich Kathedrale von Reims, ja, also da bin ich fasziniert von dem Ganzen. Ihr werdet es eh jetzt merken. So, wie lange haben wir heute? 1 Stunde 12. Na ja, ist ja nicht so schlimm. Es hat schon längere Videos gegeben. Meine liebe Roswitha, jetzt kommt wieder die Ansprache. Gell? Ich tue nicht viel ansprechen. Ich werde jetzt alles noch einmal genießen. Ich verziehe mich jetzt. Ich meine, ich bin eh ein Basteltürmchen, aber ich werde mit meinem kleinen zarten Büchlein, das ich nicht einmal heben kann, gescheit, weil es so schwer ist, wäre ich mir jetzt da ein bisschen mit After Eight oder auch ein Stück Chemie habe ich noch, schaut her. Ank, mit dem werden wir da jetzt da verzieren und werden wir das einfach alles in Ruhe anschauen und genießen. Und ich schicke dir natürlich ein riesengroßes, dickes, pralles, vollgefülltes mit lauter Busseln Herzerl. Es soll auf dich herabregnen
Und danke, danke, danke. Den anderen hoffe ich, es hat gefallen. Hat es gefallen? Ja, ist wieder ein bisschen länger geworden. Der Wahnsinn, gell? Und ja, ich meine, vielleicht gibt es andere draußen, die das auch interessiert. Nicht nur jetzt vom Junk Journal her, sondern auch so vom Geschichtlichen her. Also, ja. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, wo es auch immer. Ich habe euch alle ganz, ganz, ganz lieb. Und ja, ihr wisst eh. Bis zum nächsten Video. Bussi, bitte.